Hallo Leute, das ist unsere zweite Aufnahme. Wir hatten, die erste war ein Let's Show, wenn ihr sie gesehen habt, das wäre gut. Let's Play Let's Show, da haben wir unseren Server vorgestellt. Diese Aufnahme stellen wir unseren Server nicht mehr vor. Wir bauen nämlich gleich was. Wenn ihr mehr Vorstellungen wollt von dem Server, dann wartet einfach auf meine Videos. Da machen wir bestimmt noch mal eins auf seinem Account, meiner, den, wenn ihr meine Let's Plays schaut, dann wisst ihr, wie mein Kanal heißt. Und ja, immer gerne abonnieren. So. Ist noch die Schweinekatastrophe Rückstände hier. Vom letzten Let's Show, Folge 1. Ganz schön lustig hier. Dann töten wir die nochmal. Wir töten sie jetzt nicht. Nee, ja. Was bauen wir jetzt? Ich suche mal das Ende. Okay, nein, du suchst nicht das, aber okay, das Let's Play Together, Let's Play. Wir bauen irgendwas. Was bauen wir? Okay, wir bauen den Eingang von mir. Nein, warte, ich habe eine endgeile Idee, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ich habe eine endgeile Idee, aber fällt mir gerade nicht ein. Wir bauen den Eingang vom Mega-Building, aber ich bin... So endmajestätisch, Mann. Nee, warte mal, ich habe eine Idee. Wir machen erstmal die ganzen Dinger da wieder zu. Dafür wäre ich auch. Das ist jetzt... Ey, warte, es geht viel schneller, hör einfach auf. Warte, lass mal bitte. Okay, wenn du meinst. Set. Das mache ich hier alles mit dem Word Edit einfach. Das ist ganz einfach. Und dann hier, dann gehen wir mal ins Ende. Ich hoffe, es lag jetzt nicht mehr. Im ersten Video hat es ein bisschen gelackt, aber da hatten wir auch ein bisschen wenig Frames. Auf jeden Fall haben wir die Frames jetzt höher gestellt. Ich denke mal, es hat sich gebessert. Ich hoffe mal, sagen wir es so. Pascal, ja. Hier läuft die Lava aus. Ja, mach du sie mal jetzt weg. Dann, so, was bauen wir denn jetzt? Ich wäre dafür, dass wir jetzt ein kleines... Wir gehen jetzt mal zu Sky City. Ihr müsstet das erkennen, wenn ihr unsere erste Folge seht. Sky City. Da sind wir hier wieder. Da müsste eigentlich gerade unser Freund sein, der gerade einen kleinen Shop baut mit einem Endeauge davor. Ich weiß, was wir jetzt bauen. Wir bauen eine PvP-Arena. Yeah, PvP-Arena. Oder machen, nein, wir setzen erstmal den Freebuild, würde ich sagen. Aber wie wär's denn mit, Dings? Komm schon. PvP? Na, Eingang. Von Ding. Eingang? Okay, ja, es ist jetzt Viertel nach neun. Ja, ich habe Timer gestellt, wir machen eine. Bei uns wird die eigentlich, wir wollten 20 Minuten lang. Ein Video 15 Minuten lang machen. Weil es erstens nicht so lange dauert, bis es hochgeladen ist. Zweitens eigentlich perfekte Länge ist, finde ich zumindest. Und drittens, ja, gibt kein drittens. Ach, scheiß auf das Building, das machen wir irgendwann anders. Ja, ich hab keinen Bock. Du bist affig. Ich mach gerade den Set Free Build. Ich bin bei dir. Ich würde sagen. Ich hake hier irgendwie fest jetzt nicht mehr. Ja, ich auch anfangen, als du gekommen bist. So, ich würde sagen. Wie viel Dschungel haben wir hier eigentlich? Ja, ich weiß, es ist voll asozial. Egal, ist doch nicht asozial, ist doch eigentlich ganz gut. Dann. Wie viele Schafe? Dann, warte mal, wir müssen jetzt hier mal ins Spawn machen. Dann machen wir so breit. Set. Auf welchem Stoff machen wir Spawn? Warte mal. 98, dann so, dann machen wir in die Mitte. Weiß jetzt nicht, Schafe. Was wir da hinsetzen. Ich setze mal einen Diamanten-Erzblock, das finde ich mal sehr hübsch, Dann würde ich sagen, wir bauen hier außen rum eine kleine Hütte, aber dann habe ich eine andere Idee. Dann ist es jetzt, machen wir es mal. Weil ich habe die bunte Schafeweide. Ja, super, super, mega toll. Warum hakt's bei mir? Bei mir hakt's auch. Flieg ich jetzt raus oder war's denn dann? Nein, du fliegst nicht raus. Ups. Unser Server ist so toll, da fliegt man nicht raus. Ja, da fliegt man nicht raus. Ja, okay. Also kommt alle auf unseren Server, wenn er fertig ist. Genau, die IP wisst ihr ja schon. Nicht! Nein, die IP wisst ihr ja schon, geben wir noch nicht hinaus. Hör mir doch erstmal zu. Ja. Geben wir noch nicht heraus, da wir nicht wollen, dass irgendwelche Hacker, was auch immer,
auf unseren Server kommen und den einfach schrotten. Da haben wir einfach keinen Bock drauf. Und ja, ich weiß auch nicht, was es für hobbylose Kinder gibt, die das machen. Das finde ich einfach link und asozial. Einfach nicht cool. Ich weiß nicht, was sie sich dabei denken. Sie haben einen großen Schwanz oder was? Weil man hat ja für so einen Server echt viel Arbeit und es ist einfach richtig scheiße, wenn dann einer kommt und dir einfach den Server weghaut. Und deswegen warten wir erst mit dem Server, bis wir alles aufgebaut haben, also alles protected haben, was auch immer. Protected haben. Dann. Hinter diesem Gummibärchen. Das Twix hat mich angesteckt. komm ich auf Drag. Also dann, also wir geben die APS später raus. Ach du Scheiße. Was machst du da? Ich weiß es auch nicht. So, jetzt. Geben die APS später raus. Hail. Ja, also wir machen jetzt hier gerade den Spawn. Bitte nicht aggressiv werden, wenn das ein bisschen langweilig ist. Das macht mich aggressiv. Ja. Nein, weil ich finde, warum schaut ihr euch Let's Plays an? Ihr wollt das ja sehen. Auge so. Gehört zu Minecraft dazu. Genau. Also schön, wenn ihr vorhattet zu meckern, Fresse. Einfach Fresse halten. Alter, nicht aggressiv, Pascal. Wir wollen auch gastfreundlich sein. Also nein, also wir sind nicht so welche, die sagen, fick dich, wir tun nichts für dich, wir sind Admins, kannst uns mal. Nerv sondern, nicht! Nein, zwei Stunden, nerv nicht! Sondern wir kümmern uns um einen. ihr könnt euch... das war ganz voll gar nicht mit Absicht. Echt? Ja, auf jeden Fall. halt den Mund. Nein, also wir kümmern uns um einen, ihr könnt uns fragen. Immer wenn ihr on seid und wir sind on. Frag uns, was ihr wollt. Nur sowas wie, kann ich Admin werden oder so. Spendet, Leute. Spendet. Nein, aber wenn ihr Admin unbedingt werden wollt und ihr habt zu viel Geld zu Hause, dann geht einfach zur Tankstelle, Rewe, was auch immer. Kauft euch für 15 Euro oder 10 Euro, 5 Euro reichen auch schon, eine Paysafe-Card und spendet einfach. Dann kriegt ihr auch Supporter den Rang. Das heißt, ihr kriegt Creative. Aber nicht ganz alle Ränge, wie die Owner haben. Da ist einfach. Ihr kriegt auch nicht die Rechte, dass ihr alles, was protected ist, jetzt gut machen könnt oder sowas. Aber, Das wäre scheiße. Weil irgendwo müssen ja noch Grenzen liegen. Wir machen es vielleicht, so ist mir gerade eingefallen, wir machen vielleicht eine Bewerbung, wo ihr euch für. Ey, Alter, das ist ein süßes Hund aus Hongkong, fick dich. Krieg ich den? Nein, den kriegst du nicht. Mann, der ist voll cool. Ey, tu's wieder rein. Süßigkeiten aus Hongkong. Ja, die hat mir eine Schwester geschickt. Wie geil ist das? Alter! Alter, das Spiel! Nicht dann so dumm rumstehen. Ja, guck, wie dumm er da rumsteht. Ja, das ist eine lustige Idee. Ich guck grad Süßigkeiten aus Hongkong an! Du hast einen geilen Groove auf der Mitte. Nicht, fuck you! Ich hab ihn gekillt. Du hast gerade mitbekommen. Auf jeden Fall, egal. Mir ist gerade eingefallen, vielleicht machen wir es auch so, dass ihr euch über den Server als Co-Admin sozusagen bewerben könnt. Dann machen wir vielleicht mal einen potenziellen Bewerber, Spieler, der regelmäßig auf dem Server ist. Alter, fick dich doch, ich baue gerade mal. Payback! Du. Nein! Du, ich kill dich nicht, ja. Aber ich hab keinen Bock, weil ich hier gerade baue. Was ist das? Alter, soll ich mal meine Webcam anmachen? Das Teil sieht ja evil. Das ist endgeil, Mann, gell? Was ist das? Lass es. Ich will es haben. Nein. Mann, oh. Alter, Mann, Pascal, du kriegst nichts davon. Ich will auch nichts, ich will schon was, aber... Mann, oh. Egal. Auf jeden Fall einen potenziellen Bewerber, der regelmäßig auf dem Server ist. Gute Ideen liefert oder Geld bezahlt. der kann natürlich Co-Admin werden, aber da müsst ihr schon echt regelmäßig auf dem Server sein, freundlich sein zu anderen Mitspielern. Oh Gott, ich komme auf Brand. oh Mann. Und auf jeden Fall, ja, da müsst ihr echt komm
Leistung. Oh, hier gibt's ja noch Orangen von diesen. Nein, du nimmst nichts. Ey, hör jetzt mal auf. Oh, oh Mann. Du kriegst vielleicht nachher was, aber nicht jetzt während dem Let's Play, du Affengehirn. Yes. Oh. Auf jeden Fall. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr gut seid, Admin werden. Ich wiederhole mich jetzt nicht 10.000 Mal, weil ich hier unterbrochen werde von meinem Freund. Yo, man. Ich schaue mal kurz auf den Timer, dass ich auch nicht so asozial bin wie andere Let's Player, einfach aufhören mit dem Let's Play. Gut, noch 4 Minuten. Hey, was laberst du? Ja, ich hasse so Let's Player, die einfach aufhören. Und nicht sagen, auf Wiedersehen oder so. Nicht Tschüss sagen. Gell? Da sind meine Gefühle einfach so verletzt. Das ist genauso wie... Alter! Oh, jetzt... jetzt ist wieder dieser Bug... Sie hat einfach mal aufgelegt! Jetzt ist dieser Bug wieder bei mir gewesen, dass ich irgendwie immer nach hinten geschoben werde. Keine Ahnung. Pack doch mal den Kompass ein, Justin. Das bringt mir doch nichts. Set war... Setzen wir... Free... So, jetzt haben wir den Freebuild erschaffen. Alter. Freebuild. Ist das da bei dir heiß? Ja, sonst verbrennt meine Hand, Mann. Schau dich mal an. Alter, warum ist es bei dir heiß? Egal. So, hier könnt ihr dann, wenn ihr herkommt, irgendwo, wo ihr wollt, egal wie, im Dschungel, überall. Bitte nicht zu nah, weil wir wissen nicht, wie man sowas macht, dass man alles in einer Welt hat. Bitte nicht zu nah an der Stadt hinkommen. Wenn ihr echt so krass viel hier baut, geht an alle. Baut euch eine Stadt. Aber ja, genau, das wollten wir auch noch machen. Ein Warp, den machen wir vielleicht hier. Rebuild, das ist der Warp Neuanfang. Alter, das Haus sieht affig aus. Das Haus sieht voll geil aus, Mann. Wie so ein Potato House. Hab ich doch gesagt. Ja, auf jeden Fall, dass ihr wie so zusammen als Survival Player eine kleine Stadt aufbaut, eine kleine Organisation, was ihr wollt. Alter. Ach, hier müssen Fackeln hin. Das habe ich auch vergessen. Nee, ich hab da oben schon. Nein, Glowstone ist voll hässlich. Nein, guck doch mal, komm doch mal rein und schaust dir an, Mann. Also nicht gleich mega. Okay, so krass. Ja, dann gehen wir jetzt, wollten wir die PvP-Arena machen. Dafür versuchen wir, Pascal, wir gehen versuchen mal nochmal so eine riesige. Sag mal an, wie viel Zeit haben wir noch? Warte. Ja, meine Let's Plays kommen erst später. Das ja, bei ihm, da war das Problem, dass das Programm aus bestimmten Gründen nicht funktionierte. Kein Bock, jetzt zu erklären. Deswegen machen wir es jetzt auf meinem Account. Wir werden beide auf dem gleichen Server Let's Plays machen. Das Einzige ist, ihr könnt euch entscheiden, von wem ihr den Bildschirm sehen wollt, den Stream sehen wollt. Also, wenn ihr zum Beispiel... Nein, das ist neu. Wenn ihr zum Beispiel meine Spielart mehr mögt als die von meinem Freund hier, von Papus, ihr könnt euch auch beides anschauen, weil es dann ist relativ. Ja, dann könnt ihr meins anschauen, oder andersrum könnt ihr Salz anschauen. Das wollten wir so regeln. Ja, ich weiß, wir müssen aber auch so eine freie Grasfläche finden. Ja, das passt schon, das kriegen wir hin. Oder wir bauen sie im Wald. Also, falls ihr das nicht mögt, dass wir so viel rumfliegen oder so, sagt es einfach. Weil dann können wir es so machen, dass wir das lassen und rumlaufen. Jetzt gehen wir zum Warp Sand, das kann. Ja, weil da können wir dann rausgehen. Beam ich einfach mit dem Kompass raus. Dann können wir da in die Nähe der APWOB reinmachen. Oder nein, ich komme mal zum Spawn. Wir bauen sie in der Nähe vom Spawn. Ich würde sagen hier. Hm? Warte, ich bin schon da. Nee, guck hier, der Weg, der runter geht, da machen wir den Spawn. Okay, PvP meinst du? Den PvP. Aber wollten wir ja nicht Grundstücke machen oder so? Grundstücke, ja, die können wir doch irgendwo anders machen. Keine Ahnung. Das reicht ja erstmal. Ich hab keinen Bock auf die Fläche ziehen. Was brauchen die? Was brauchen die? Fläche ziehen. Da fahren Rahmen. Die fahren Auto, oder? Fahren die Auto? Keine Ahnung, das ist mir auch vollkommen egal, was wir machen. Was bei uns, wir haben heute den 17. Dritten, immer Dritten. Noch. Wieso gehen die mit Rennanzügen in die Schwimmhalle? Vielleicht müssen die irgendwie mit Autos auf Wasser fahren, weißt du doch nicht. Boah, bist du krass logisch, Alter. Ich weiß. Ja, Autos, es gibt ein Auto, das kann auf Wasser fahren, gell? Ja, cool, Mann. Ja. Venedig bräuchte ich nicht sowas. Ich finde das voll cool. Ha, Venedig wird untergehen, wortwörtlich. Also ich finde das echt wahnsinnig toll. Das muss ich schon sagen. Das
finde ich echt wahnsinnig auf zum Tod gelachen. Also manchmal bin ich echt lustig. Alter, ich habe hier eine Höhle gefunden. Das ist ja voll. Ich mach gerade eine Höhle. Nein, du machst keine Höhle. Ich mach. Timer ist abgelaufen. Ja, okay. Timer ist abgelaufen. Warte. Es geht in der nächsten Folge weiter. Ich sag auf Wiedersehen. Bis gleich. Ciao.